Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wow, es war sehr extra. Ich habe heute einige neue Produkte für euch. Eigentlich wollte ich euch heute ausschließlich die neue Wet n Wild Photo Focus Foundation in Dewy vorstellen. Ich dachte mir aber, da ich ein richtig, richtig spannendes PR-Paket bekommen habe von Morphe mit der neuen Palette, dass ich das Ganze so ein bisschen kombiniere. Ich werde euch im ersten Teil des Videos die Review bzw. die Demo zu der Foundation zeigen und im Anschluss schminken wir dann Look. Ich werde mich dann abschminken, mich mit denselben Schritten nochmal schminken mit der Foundation, Concealer, Puder. Ihr wisst, was ich da mache mittlerweile, viel Puder. Und dann nehme ich euch so ein bisschen mit durch den Tag. Ich dachte, es wird einfach ein bisschen spannender, wenn ich das Video ein bisschen länger mache für euch und euch die Palette auch nochmal zeige. Es gibt noch Glosse, Pinsel, eine Plastiktasche, also den Fächer. Also es ist auf jeden Fall genug da. Ich freue mich, Freunde, dass ihr heute hier seid und mit mir ein bisschen Zeit verbringen wollt. Falls ihr hier neu seid, Freunde, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Vielleicht schaffen wir wirklich die 100.000 bis Ende des Jahres. Das wäre wirklich der größte. Das ist ein wirklich großer Traum. Ich weiß, ich sage es jedes Mal, aber es ist wirklich ein großer Traum von mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf dem Weg unterstützt. Teilt mein Video, erzählt es eurer besten Freundin, eurer Mutter, eurer Großmutter oder eurem Onkel. Freunde, jetzt geht es los. Ich habe euch vor bestimmt 3 Monaten auf Instagram gezeigt, dass es eine neue Foundation von Wet n Wild gibt. Und ihr wisst, die Photo Focus Foundation, die erste, ist einer meiner absoluten Lieblingsfoundations, die es gibt. Ich habe bestimmt 5 Flaschen leer gemacht und wenn ich eine Foundation leer mache und sie immer wieder nachkaufe, dann ist sie halt wirklich, wirklich gut. Das Schöne bei Wet n Wild ist, sie ist spottbillig. Ich glaube, die Foundation kostet 6 oder 7 Euro und es gibt jetzt eine neue. Und ich hatte dann mit Wet n Wild gesprochen, Deutschland, und sie meinten, dass sie nach Deutschland erst so gegen Sommer kommt. Ich habe dann aber bei Beauty Bay die Foundation schon gefunden und mir 2-mal die Foundation bestellt. Einmal in einer Farbe, die meiner Wand entspricht und einmal in einer Farbe, die meiner Farbe hier etwas eher entspricht. Deswegen werden wir diese heute benutzen. Die ist Dewy, die erste war ja wirklich eher matt und hat unangenehm gerochen. Ich habe sie auch schon getragen, also es ist kein First Impression. Ich finde, das ist so bei Foundations immer total ungünstig, First Impressions zu machen, weil am Ende zählt es halt wirklich, wie sitzt die Foundation? Und deswegen möchte ich sie heute mit euch auch benutzen. Wir werden das Ganze jetzt tun. Die Foundation hat, glaube ich, 6 oder 7 Euro gekostet. Ich setze euch den Link einmal unten in die Infobox. Ich habe auch den passenden Concealer dazu. Den liebe ich im Moment. Und das Puder. Auch das habe ich mir nachgekauft, weil das ist vom Finish her fast ein 1 zu 1 Dupe zu dem Charlotte Tilbury Flawless Finish Airbrush Powder. Es ist nicht ganz so pudrig wie das von Charlotte. Es ist etwas fester gepresst und ihr könnt damit wirklich perfekt auch. Das mache ich immer, deswegen kaufe ich es immer nach. Unter euren Augen mit dem Schwamm einfach lang gehen und das hält einfach alles auf. Freunde, ihr könnt sehen, ich habe in meinem Gesicht noch nichts. Ich werde jetzt ein bisschen Creme benutzen als Primer und benutze dafür tatsächlich die Charlotte Tilbury Cream. Ich habe mir auch, ganz lustig, das werdet ihr demnächst sehen, ich habe mir bei eBay den Milk Makeup Prime, diesen Moisturizer gekauft, denn bei Sephora gab es den nicht mehr, der war ausverkauft. Dann habe ich bei eBay geguckt und da hat jemand, finde ich eigentlich total assi, aber that's life, Proben verkauft. Also diese, ich glaube, das sind 3 Milliliter-Tübchen und ich habe davon 8 Stück gekauft und bin bei 24 Milliliter und zahle den Preis von der kleinen Größe. Ich glaube, ich zahle 20 Euro, 24 Euro oder so. Also richtig, richtig gut. Und sie hat mir sehr, sehr gut gefallen. Okay, Freunde, wir tragen jetzt die Foundation einmal auf. Die kommt wie die andere auch. Ich schüttel einmal kurz mit so einem Spatel. Ich mag das persönlich nicht so, aber was krass ist, und das ist mir sofort aufgefallen, die Foundation, die erste, hat ja wirklich so unangenehm gerochen. Also das war ja schon fast eine Zumutung. Diese hier riecht nicht mehr so. Also sie haben was daraus gelernt. Heißt natürlich, dass sie entweder einen Stoff weggelassen haben oder einen Duftstoff mit reingemacht haben. Aber ganz im Ernst, es ist jetzt nicht so krass parfümiert, sondern es riecht halt einfach nicht mehr so intensiv nach dieser Malwandfarbe. Und wie gesagt, ich habe die Foundation schon ein paar Mal getragen und ich muss sagen, das Finish, wenn sie ungesettet ist, ihr werdet es gleich sehen, ist krass. Auch von der Deckkraft her bin ich wirklich überrascht, denn die andere hatte auch eine hohe Deckkraft. Ich habe das Gefühl, dass die aber noch ein Stückchen mehr Deckkraft hat.
und sie lässt sich wesentlich einfacher verblenden, weil die Textur einfach wesentlich flüssiger ist als die andere und nicht so schnell antrocknet. Die Matte hat sehr schnell getrocknet und man musste wirklich sehr, sehr schnell arbeiten. Muss man bei dieser hier aber nicht. Die Farbauswahl ist so lala. Es gibt ein paar Farben, aber also es ist nicht Fenty Beauty hier 50 Shades. Ne? Das muss man schon sagen. Ich glaube aber auch, dass man da ein bisschen jetzt dieser Vergleich. Wet n Wild ist nicht Fenty Beauty. Das kann man nicht so vergleichen. Ihr seht, wie schnell sich die Foundation hat einarbeiten lassen. Und das Finish ist sehr, sehr dewy. Ich hole euch auch natürlich gleich ein Stückchen heran und zeige euch die Foundation. So seid ihr einmal schön nah dran. Also ihr könnt sehen, dass es wirklich luminous ist. Ich schaue mir das Ganze nochmal mit dem Spiegel an. Erinnert mich vom Finish ehrlich gesagt so ein bisschen auch an die Dior Skin Glow Foundation. Sie sieht tatsächlich nicht aus wie Foundation bis jetzt. Man muss so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel benutzt. Meine Haut ist im Moment aber auch wirklich sehr, 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 sehr trocken. Ich hatte gestern gar keine Foundation getragen, einfach um meiner Haut auch mal ein bisschen Pause zu geben. Ich probiere jetzt die Zeit zu Hause einfach zu nutzen und nicht so viel Make-up zu tragen, wenn es geht. Ich drehe 3 Videos die Woche und schminke mich demnach 6-mal mindestens zusätzlich. Also, ist okay. Also die Foundation optisch gefällt mir sehr, 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 sehr gut bis jetzt. Ich würde einmal weitermachen mit dem Concealer und dazu benutze ich den Wet n Wild Photo Focus Concealer. Den hatte Hattie mir in dem Video empfohlen, rausgesucht. Und Freunde, das ist aktuell mein Favorite Concealer. Ich hatte mir bei Beauty Bay wieder den Jouer High Essential Coverage Concealer bestellt. Irgendwie, nö, ich finde den besser. Ich lasse das Ganze so ein bisschen antrocknen und blende mir das Ganze dann hier einfach schon mal raus. Also ihr seht, es hat extrem hohe Deckkraft, dieser Concealer. Und ich habe ihn auch in der Farbe genommen. Ich glaube, das ist sogar dieselbe Farbe wie die Foundation. Light Medium Beige. Und das ist Soft Beige. Ist der Concealer dunkler als die Foundation? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall macht der wirklich ein schönes, schönes Finish. Und er ist einfach 1000-mal günstiger als der Tarte Shape Tape, Freunde. Also ich bin ja hier wirklich Team Günstmaus. Ne? Ab und zu, ich habe gestern einen ganz schwierigen Kommentar bekommen. High-End-Make-up steht dir nicht. Ist okay, kann ich mit leben. Ich bin hier, um euch günstigere Alternativen zu finden, aber dafür muss ich natürlich auch High-End-Make-up testen, um euch günstigere Alternativen raussuchen zu können. Ne? Das ist immer so ein bisschen... Also, ihr seht, es lässt sich alles wunderbar miteinander verblenden und die Deckkraft ist wirklich gut. Man muss beim Concealer immer so ein bisschen schneller sein, weil der gerne leicht in die Fältchen creased. Ich habe im Moment aber auch wesentlich mehr Falten unter den Augen. Ich werde euch auch irgendwann demnächst erzählen, warum. Aber, ja, also ist gut. Das Ganze setten wir einmal mit dem Wet n Wild Loose Powder und dann bin ich gleich wieder da. Und die Augenbrauen sind einmal drauf, Freunde. Und jetzt geht es weiter mit der Morphe Palette. In der Palette sind einige Farben mit drin. Ich glaube, ihr könnt das ganz gut erkennen. Wir haben hier in der Mitte so krasse Highlighter und auch diese Farbe hier, da sind so dicke Paillettensterne mit drin. Also sehr, 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 sehr spannende Texturen, die ich so von Morphe noch nicht kenne. Die Glitzer-Shades, also die wirklich Glitzer-Glitzer-Shades von Morphe sind sehr, sehr gut. Also ich mag die ganz gerne, weil die halten einfach auf eurem Auge von ganz alleine. Und ich habe heute wieder so einen Monochrom-Look im Kopf. Und nehme dazu auch die Pinsel, die da mit dabei waren. Die sind von Saweetie. Das ist ein Morphe Brush hier. Also einfach nur eine andere Verpackung, beziehungsweise ein anderes, na, wie heißt das? Hier, Stäbchen hinten. Und ich gehe jetzt als erstes in die Farbe Indio Wow. Hat ein bisschen Kickback. Und die presse ich mich hier. Oh, Schande. Okay, das habe ich nicht gedacht. Ich dachte, das ist wieder hier so ein Pastellton. Okay, also das ist definitiv kein Pastellton. Sie hat viel Kickback in der Palette. Finde ich jetzt nicht so schlimm, weil die Paletten sind nicht so teuer von Morphe. Übrigens gibt es jetzt Morphe auch bei Douglas, habe ich gesehen. Ich glaube schon seit einer Weile. Also damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich hatte eigentlich einen anderen Look im Kopf, aber... Wow. Ist auf jeden Fall sehr intensiv. Ich muss es hier noch so ein bisschen aufbauen, weil meine Base nicht ganz so gut gesettet war. Also ich habe sie so semi-feucht gelassen. Deswegen presse ich mir hier noch ein bisschen mehr Pigment auf jeden Fall mit drauf, dass es gleichmäßiger ist. Sehr, sehr krass. Also das habe ich nicht erwartet. Ich nehme jetzt einen sauberen Pinsel, weil die anderen, die mit in diesem Set dabei waren, sind ein bisschen heller.
Ich gehe jetzt in die Farbe Get the Shot und Under the Sun, so Neongelb, klopfe das ab und blende das hier oben so rein und probiere dieses Pink auszublenden. Okay, schwierig gerade. Ich muss es erst so ein bisschen raufpacken und dann kann ich es verblenden. Okay, aber jetzt geht's langsam. Ich hätte mir gewünscht, dass diese Farbe hier ein bisschen leuchtender ist. Also ich gehe jetzt auch nur noch in diese Farbe. Aber ihr seht, das ist nicht so intensiv. Auch wenn ich das mit der anderen Farbe mische, Get the Shot, ist es eher so ein bisschen soft. Aber ganz ehrlich, mittlerweile haben wir, glaube ich, alle matte Töne zu Hause. Mir geht es tatsächlich in Paletten im Moment eher so um Schimmertöne und besondere Texturen. Also man kann es mittlerweile verblenden. Ich hätte mir aber tatsächlich wirklich ein schönes, intensives Gelb gewünscht. Einfach so wie dieses India Wow leuchtend. Ich gehe jetzt auch nochmal in die Farbe India Wow rein und intensiviere mir das hier. Und blende dann wieder zurück. Das ist eher so eine schöne Festivalpalette. Auch das PR-Paket war sehr in diese Festivalrichtung mit integriert. Ich hatte so einen durchsichtigen Rucksack, eine neon-orangefarbene Bauchtasche, diesen Riesenfächer. Ich werde ihn lieben im Sommer. Was nicht dabei war, war das Setting Spray. Das hätte ich gerne mal gerochen, weil ich mag das Setting Spray von Morphe wirklich sehr, 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 sehr gerne. Aber das war nicht dabei. Ist nicht so schlimm. Ich bestelle mir das einfach. Okay, also sieht schon mal ganz schön aus. Ich habe jetzt natürlich auch die helleren Farben genutzt. Und ich nehme jetzt meinen Finger und gehe in die Farbe Wild Out. Das ist dieses hier. Und das ist halt ein richtig krasser Glitzerton. Und den presse ich mir hier einfach rauf. Und man merkt sofort, dass das so eine klebrige Textur hat. Ew. Ew. Spannend. Also ich habe immer noch extrem viel auf meinem Auge. Und ich habe das Gefühl, es nimmt das Pigment weg. Ich gebe mir jetzt hier nochmal was hin und toppe das dann. Ich dachte eigentlich, dass das ein bisschen mehr Deckkraft hat. Also das ist halt wirklich nur so ein durchsichtiger Schimmertopper. Ähnlich wie dieser Fenty Beauty Diamond Bomb Dingsbums. Und dann halt diese Glitzerpailletten mit drin. Ach nee, nee. Ein bisschen Farbe muss doch da mit drin sein. Nee. Nee. Okay, also Freunde, seht ihr das? Hi Leute, kleiner Zwischenstand aus dem Schnitt. Ich habe die Szene gerade gesehen. Was das Problem war, war nicht die Farbe. Es sah cool aus jetzt auch auf dem Bild, aber diese klebrige Masse hat alles drunter komplett verschoben und es flog trotzdem überall hin. Also es war nichts. War nichts. Nee, okay. Durchgefallen, definitiv. Allerdings, Foundation, ihr könnt es sehen, sieht sehr, 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 sehr schön aus. Ich würde jetzt probieren, dieses Ding hier zu retten, mache ein Instagram-Foto, schmink mich ab, schmink mich neu und melde mich dann im Laufe des Tages mit der Foundation. First Impression, ich lieb's. Ihr könnt sehen, es sieht sehr, sehr ebenmäßig aus. Es sieht aus wie Foundation und ich hoffe, dass sie den ganzen Tag hält. So, Freunde, es ist jetzt 10 Uhr. Ich habe alles einmal abgemacht und nochmal aufgemacht und ich weiß nicht, ob es erkennen könnt. Unter den Augen ist es ein bisschen trocken. Ich habe aber noch ein bisschen Color Correction gemacht. Ansonsten sieht das Ganze schön aus. Also es sieht wirklich sehr, sehr ebenmäßig und glatt aus. Highlighter ist Papeln, Augenbrauen sind auch. Ich muss gleich noch Mascara drauf machen. Ansonsten würde ich jetzt einfach so ein bisschen in meinen Tag starten und hier Ordnung machen, Wäsche machen. Ich habe noch ein paar Telefontermine heute und dann melde ich mich, ich denke mal so kurz vor Mittagessen bei euch. Update, Freunde. Es ist 14.30 Uhr. Ich habe gerade Mittag gegessen und es sieht immer noch gut aus. Meine Nase ist ein bisschen feuchter geworden. Ich mag das aber gerne. Also ich warte wirklich immer auf den Zeitpunkt, dass meine Foundation so ein bisschen luminous um die Nase herum wird. Das sieht dann natürlich aus, wenn das hier natürlich aussehen kann. Auf jeden Fall würde ich jetzt ein kleines Mittagsschläfchen machen. Ich hoffe, dass mein Gesicht dann noch da ist, wo es hingehört. Und zwar in meinem Gesicht und nicht im Kopfkissen. Und dann würde ich mich nochmal melden. Ich denke mal so ein Stündchen, dann ist 15 Uhr, dann arbeite ich noch ein bisschen was. Mache unser Abendessen. Heute gibt es Salat. Low Carb und so. Ich muss jetzt so ein bisschen wieder aufpassen, dass ich mich gesund ernähre. Die letzten Tage waren ein bisschen schwierig. Denn in den nächsten Wochen, so Gott will, stehen ein paar Fotoshootings an. Und da möchte ich
optimal aussehen. Mehr sage ich euch aber noch nicht. Hallo, ich bin wieder da. Es ist jetzt 19.30 Uhr. Also ich habe die Foundation knapp 12 Stunden drauf. Nee, 9 Stunden. Oh mein Gott, mein Gehirn. Freunde, also. Deutsche Bank, Tanfe-Überweisung an. Freunde, also ihr könnt sehen, es sieht jetzt so hier auf die Entfernung sehr natürlich aus. Ich bin gerade wirklich überrascht, wie schön diese Foundation in der Kamera aussieht. Wow, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich wollte euch eigentlich so ein Stückchen heranholen. Jetzt aber auf die Entfernung, das entspricht tatsächlich auch so ein bisschen dem Tageslicht. Wenn ich euch ein Stückchen heranhole, dann seht ihr ein paar andere Sachen. Und zwar könnt ihr jetzt genau erkennen. Also es ist wirklich luminous geworden, aber nicht ölig. Außer hier so ein bisschen um meine Nase herum. Aber lassen wir die Kirche mal im Dorf. Die Foundation ist über 9 Stunden in meinem Gesicht. Da wird auch ein bisschen ölig werden. Es ist ja jetzt nicht so, als würde die Foundation wegrutschen. Was ich festgestellt habe, nicht nur heute, sondern auch in den letzten Malen, die Poren hier sehen aus wie Poren. Und das ist jetzt, glaube ich, eine unpopular opinion, eine Meinung, die vielleicht nicht jeder so ganz nachvollziehen kann. Aber diese Foundation ist eine Foundation, die eure Haut aussehen lässt wie Haut auf Fotos, auf Videos und im Real Life. Denn Haut hat Textur. Und ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn Haut keine Textur mehr hat. Es gibt einen Unterschied zwischen, man deckt starke Akne ab und man sieht einfach Textur. Und man kann Textur sehen, man kann Bewegungen sehen und es sieht sehr natürlich aus. Meine Vermutung ist, dass für die meisten von euch das vielleicht schon zu luminous sein kann. Falls ihr es gerne luminous mögt, go for it. Für 6 Euro könnt ihr nichts falsch machen. Ich glaube aber, dass die perfekte Mischung, wenn aus der ersten und aus der neuen Dewy Foundation perfekt zusammenpasst. Ich habe mir auch so ein paar Gedanken darüber gemacht, ja, wie viel Sinn macht das, jetzt eine neue Foundation zu testen, zu kaufen und euch sie zu zeigen. Aber am Ende zeige ich sie euch gerne, weil die erste Foundation ist tatsächlich einfach meine Go-To-Foundation. Ich liebe sie über alles und ich benutze sie auch sehr, sehr gerne. Mir war sie in letzter Zeit aber ein bisschen zu trocken und die Farbe hat nicht so gepasst. Deswegen habe ich ja auch jetzt eine hellere Foundation gekauft, in Dewy, in weißer Voraussicht, dass ich sie einfach zusammenmischen kann und dann vielleicht die perfekte Foundation aus der Foundation haben kann. Ihr könnt sehen, ich habe immer noch so ein paar Glitzer-Specs hier von dem Lidschatten von vorhin. Aber Fazit, Freunde, die Foundation ist toll. Ich mag sie sehr gerne. Ich werde sie definitiv weitertragen. Vor allen Dingen auch für Kameras, für Fotos, für Fotoshootings. Ihr habt es vorhin schon so ein bisschen mitgehört. Es stehen ein paar Fotoshootings an. Und ich glaube, dass das halt auch wirklich, die Foundation sagte schon, Photo Focus. Sie ist sehr fotorealistisch. Also es sieht einfach wunderschön aus. Für den Alltag könnte sie für einige von euch vielleicht zu dewy sein. Ihr müsst da ein bisschen gucken. Aber mal ganz im Ernst, für 6 Euro, wenn ihr eine Foundation sucht, die günstig ist, die mir gefällt und nicht 56 Euro, wie die Dior kostet, ist das eine sehr, sehr gute, günstige Alternative. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schaut auf jeden Fall mal in die Infobox. Da sind die Produkte, die ich benutzt habe, heute für euch verlinkt. Und Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf.